Hey Leute, herzlich willkommen zu Demon Loop. Der Deckbuilder wird voraussichtlich am 28. August auf Steam im Early Access erscheinen. Soweit ich das gesehen habe, ist ein Drittel der Kampagne dann im Early Access bisher drin. Also da fehlen noch zwei Drittel. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie sich das spielt. Ich habe selbst noch nicht gespielt. Also es ist ein Deckbuilder und es hat ein Spielbrett, so wie das ausschaut. Und es hat Schleifen oder Loops. Wir starten einfach mal ein neues Spiel und gucken mal rein. Ich mache da jetzt auch direkt zum Early Access Start so ein kleines Let's Play, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen besser. Aber dadurch, dass halt noch nicht so viel Inhalt da ist, müssen wir mal gucken. Gut. Dialoge. Demon Hunter Academy. Okay, Graduation Letter. Es geht, also man ist quasi ein Demon Hunter. Oder will einer werden, irgendwie so. So, Movement. Jede Karte kann für Movement benutzt werden. Okay, das sieht man dann da oben. Rechtsklick. Aktiviert Movement. Ich kann also auch Karten quasi zweitverwerten für Bewegung. Instead of right-clicking, you can also use drag and drop to move it to a field. Ah, okay. Dann machen wir das doch mal. Rechtsklick. Und wir verbrauchen dann die Karte, um dahin zu gehen. Also es hat schon so ein bisschen so brettspielmäßig so eine Oberfläche. Click on the blinking shield next to your space to activate it. West gibt's auch. Okay, das ist erstmal selbsterklärend. Gut, wenn wir keine Karten mehr haben, können wir den Zug beenden. Ist das denn ratsam, die jetzt hier alle direkt zu verbrauchen? Was ist das hier bitte für ein Feld? Wir machen einfach mal weiter. Was haben wir denn hier? Gut, also gibt es auch schon mehr Dialoge, was jetzt nicht unbedingt so mein Fall ist. Wir gucken einfach mal. Ja, das ist so wichtig, was wir tun als Demon Hunter. So, jetzt haben wir hier noch eine Karte. Rechtsklick können wir wieder machen. Und vor allen Dingen, ich will jetzt aber auch erstmal gucken, was sind denn hier die blauen Felder. Aber ich muss anscheinend dann wirklich immer eine Karte verbrauchen. Auch wenn ich nicht die volle Anzahl gehe. Also ich kann mir die Movement, so die überschüssigen Movement Points nicht aufheben. Und wir sollten das hier auch mal anklicken. Wir haben zwei Influence bekommen. Okay, wir haben keine Karten mehr. Wir beenden jetzt mal den Zug. Und wir haben noch 19 Züge übrig. Das ist ja interessant. Und wir können mit jeder Runde hier Influence kriegen. Und wir haben jetzt gewonnen. Gut, nächstes Szenario. Card Effect. Beside Movement Cards can be used to activate certain effects. Ja, das sind quasi schon so die Primärsachen, ne? Damit wir den Effekt aktivieren können, müssen wir... Ach, die Karte muss dieselbe Farbe haben wie das Feld, damit man das aktivieren kann. Alles klar. Manche Karten haben auch Aktivierungskosten, wie zum Beispiel, man braucht Holz dafür. Gut, und man muss sich halt entscheiden, benutze ich jetzt die Karte, um mich vorzubewegen,
oder um den Effekt zu aktivieren. Alles klar. Wir sind auf einem blauen Feld und es leuchtet schon so die Umrandung. Das hier ist jetzt was genau? Wir machen das einfach mal. Ehre haben wir bekommen. Warum nicht? Lazy, ja, das ist super. So, wir benutzen die Karte mal, um uns fortzubewegen. Dann sind wir auch auf grün und können hier nochmal was bekommen. Wir brauchen Influence dafür. Und Influence, ach, okay, okay. Das ist quasi Energie. Ich habe mich schon gefragt, was das ist. Und es gibt im Prinzip Einfluss, Holz und Ehre. Gut, dann können wir hiermit erstmal nichts weiter anfangen, sondern benutzen das einfach fürs Movement. Wir können dann dahin gehen. Und beenden mal den Zug. Ich versuche jetzt eigentlich möglichst schnell vorwärts zu kommen, um dann auch... Ja, wir haben halt, eben stand da jetzt auch schon wieder, wir haben schon wieder 19 Züge, also es zählt scheinbar auch noch nicht runter. Ehre. Können wir auch benutzen, dann benutzen wir das doch mal, weil wir haben ja auch noch genug Karten. Honor, wir brauchen halt grün dafür, was wir jetzt nicht haben. Wir können also die Karte wieder für Movement benutzen. Und die Karte für Movement benutzen. Und den Zug beenden. Okay, jetzt zählt es doch runter. Hier gibt es nochmal Ehre. Gut, ich gehe mal stark davon aus. Gute Frage. Also Holz braucht man für gewisse Karten, dann braucht man wahrscheinlich Ehre auch für gewisse Karten. Ich soll mit Lausius reden. Wo ist der denn? Ich hatte jetzt gedacht, ich muss hier irgendwie durch. Bist du das? Muss ich da zurückgehen? Ich bin verwirrt. Weil hier ist ja auch sonst nichts gehighlightet. Ach, okay. Ja, gut. Mein Fehler. Mein Fehler. Ich muss wirklich auf das Feld erst laufen. Ich war da ein bisschen zu schnell. So. Wir holen uns mal Ehre. Dann gehen wir dahin und dann können wir mit dir reden. Dialoge, Dialoge, Dialoge. Dämonenjägerakademie. Ja, die Blumen waren total schön und so. Wir haben Kristall jetzt dafür bekommen. Okay. Das ist dann noch was anderes. Also wir haben auch eine Basis. Da können wir Kristalle benutzen, um unseren Charakter zu verbessern. Alles klar, nächstes Szenario. So, das ist unsere Basis.
Ja, wir müssen uns alle gegenseitig unterstützen als Dämonenjäger. So, genau. Das ist unsere Basis. Wir können erstmal nur unsere Stats beim Shop erhöhen. Und später dann die Basis weiter ausbauen. Gut, wir können dann direkt aus der Basis auf die Weltkarte. Aber wir wollen jetzt erstmal hier zum Shop. Ach, ich muss halt auch schon direkt in meiner Basis hier diese Karten benutzen. Okay, das ist ja ein bisschen... Das hätten sie sich, glaube ich, auch schenken können. So, dann gucken wir mal. Wir haben mehr Influenz. Das klingt schon mal super. Mehr Leben klingt auch nicht verkehrt, aber gerade hier Influenz, wenn das wirklich Energie ist in der Form, dann ist das schon sehr verlockend, das direkt als erstes zu erhöhen. Und die anderen Sachen sind halt auch... Also ich könnte jetzt sagen, ich nehme mehr Leben, aber ich nehme jetzt... Ich fange hiermit an. Dann können wir uns das noch nicht leisten, aber das sollte erstmal so weit passen. Gut. Cancel-Movement. Ich muss halt dann da unten hin. Ja, okay, das ist ein bisschen... weiß ich nicht. Also, ne, fürs generelle Gameplay in diesen Szenarien, dass das so läuft, dass man die Karten auf zwei Arten benutzen kann, ist super. Aber für die eigene Basis ist das irgendwie ein bisschen überflüssig, finde ich. Talk to Tollkeeper. Okay, müssen wir auch. Play Grey Crossling Artifact Card. Bitte was? So, nochmal Movement. Hatte ich jetzt noch nicht gesehen, weil er gesagt hatte, irgendwie, wir können direkt dann dahin. Middle Name of the Princess Infanta. Bitte was? Karl. Natürlich. 8 Buchstaben Karl. Ah, okay. Und das ist quasi, wir müssen ins nächste Szenario. Aber jetzt muss ich den Zug beenden. Ich habe Fragen. Warum? Ich habe ja keine Karten mehr. Ich kann meinen Zug nicht mehr beenden. Wie kann ich denn... Wie komme ich denn jetzt hier runter zum Exit? Da kann ich auch nicht... Ich habe ein Problem. Ich stecke fest. Könnte jetzt... Gut, Draw Pile, Discard Pile, Deleted Deck, ist alles auch selbsterklärend. Hier kann man sich wahrscheinlich dann die Karten angucken. Select Hand Cards to gain knowledge, send cards you want to buy. Okay, das geht halt noch nicht, weil wir halt noch nichts gemacht haben. Ich komme jetzt hier nicht weiter. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück hier. Wir gehen erstmal raus. Dann gehen wir wieder rein. Oh ne, wir können auch so raus. Das war komisch. Ich dachte jetzt, ich komme ins Hauptmenü. Aber okay. Von mir aus. Gut, wir können jetzt direkt... Das ist ein bisschen komisch vom System her. Wir müssen erstmal hier hin. Genau, dann reden wir. Jetzt kann ich auch nicht nochmal mit dem reden, weil dann... Okay, von mir aus. Dann gehen wir hier hin. Das ist ein bisschen umständlich gemacht. Yay, unsere Basis. Warum klicke ich immer auf Start? Ja, okay. Und jedes Mal kommt dann hier der Text.
Gut. Übung macht den Meister. Ich weiß auch nicht, bei dem Interface denke ich jedes Mal draufklicken. Also ich muss halt, das ist ein bisschen komisch, ich muss das hier abbrechen, dass ich dann hier rauskomme. Okay, und dann können wir... Hier können wir noch nicht hin. Können wir denn ganz rauszoomen? Wie groß ist denn diese Schleife hier? Hier in Auerweide haben wir da unten. Da haben wir was. Okay, es ist auch noch gar keine Schleife. Okay, gut, dann... Da ist ein Dämon. Don't end your turn on its base. Warum denn nicht? Genau, wir sind hier, um zu helfen. Dann kriegen wir jetzt hier unseren ersten Kampf. Wir müssen die Dorfbewohner hier beschützen. Ach so, okay. Man hat eine Oberweltkarte und diese Szenarien sind quasi diese Loops dann. Aber die sind dann nochmal unterschiedlich. So funktioniert das. Gut. Und ich kann jetzt quasi auch in die... Kann ich in die Richtung? Was haben wir denn hier? Ich nehme jetzt mal Lazy und wir können direkt da hoch. Der bewegt sich dann anscheinend auch. Wir gehen erstmal auf das Feld hier. So, wir holen uns mal ein bisschen Holz. Dann... Gehen wir erstmal... Ich würde mal hier hingehen. Aber er läuft jetzt da lang. Okay, aber kann auch dran vorbeilaufen. Influence. Alles klar, Zug beenden. Dann wird er uns jetzt angreifen. Und dann schauen wir mal, wie der Kampf abläuft. Wir verlieren direkt 3 Leben. Okay. Also richtig blicke ich das jetzt noch nicht. Also ich würde halt schon... Wir können jetzt einfach mal hier hingehen. Kriegen mehr Einfluss. Ja, das ist ja schön und gut, aber wie kann ich denn kämpfen? Wir sollen, glaube ich, noch gar nicht kämpfen. Wir brauchen einfach nur... So, jetzt haben wir das Holz. Wir brauchen mehr Einfluss. Dann würde ich einfach mal hier unten hinlaufen. Weil wir können uns bewegen. Und wenn wir den Zug beenden, bewegt sich der Gegner. Und... Holz brauche ich halt jetzt nicht mehr, deswegen kann mir das egal sein. Das heißt, wir gehen jetzt einfach hier nochmal hin. Holen uns das, dann nehmen wir auch Lazy als Movement, dann holen wir uns das, dann haben wir schon 5 von 7 und dann gucken wir, dass wir da nochmal wegkommen. Ich muss halt auch erstmal gucken, wie das hier alles genau funktioniert. So, wir machen das erstmal so. Und dann können wir jetzt auch schon 7 voll bekommen. Und dann müssten wir das ja auch geschafft haben. Ich habe zwar kein Leben mehr, aber hey. Wurden denn viele Dämonen in letzter Zeit gesichtet? Es ist schlimmer geworden. Okay, da ist eine kaputte Brücke. Müssen wir erst warten, bis sie repariert ist. Gut. Was ist denn jetzt nächstes Szenario? Wir sind wieder auf derselben Karte. Okay, jetzt haben wir auch unsere erste Angriffskarte namens Weak Step.
Range Zero. Also da müssen wir quasi auf dem Wolf draufstehen. Mit drei weißen Würfel können wir den angreifen, wenn wir auf demselben Feld stehen. Gut, dann gehen wir mal hier hin. Und machen Step-Step. Okay, als erstes müssen wir würfeln. The value in the heart indicates the minimum sum that must be achieved with the selected dice. Also wir müssen mindestens bestimmte Zahl würfeln. Oder Mindestzahl. Wir können alles nochmal neu würfeln. Wenn noch kein Würfel für einen Angriff benutzt wurde. Okay, ich kann jetzt... Moment, wir würfeln einfach mal. Interessante Würfelanimation. Wir brauchen... Moment, nur damit ich das jetzt richtig blicke. Okay. Das ist schon sehr anders als viele Spiele, die ich bisher so gespielt habe. Aber da werde ich wohl schon reinkommen. Gut, die Dialoge sind jetzt nicht so mein Ding. Aber so vom Gameplay her, der sieht das schon interessant aus. Jetzt können wir direkt mit dem nächsten Szenario weitermachen. Das ist halt jetzt die Frage. Ist es eine gute Idee, jetzt hier jedes Szenario weiterzumachen? Weil ich gehe mal stark davon aus, dass die stärker werden. Oder sollte ich auf ein anderes Feld auf der Weltkarte... Schon wieder ein neuer Dämon. Knowledge. Okay, manche Karten haben Knowledge-Icon. Mit Knowledge können wir... Oh Wunder, mit Wissen können wir neue Karten lernen. Select hand cards to gain knowledge, then cards you want to buy. Okay, wir haben... Moment. Die haben wir doch jetzt schon, oder? Wir holen uns jetzt mal die Knowledge-Karte. Gut. Also es macht bisher einen interessanten Eindruck. Grafik ist... Okay, ist jetzt, sieht jetzt nicht so gut aus, aber ist noch okay. Oder ist jetzt nicht so mein Artstyle, aber ist auf jeden Fall noch okay so. Wir könnten jetzt... Moment, das wird ja jetzt nochmal gehen, oder? Nee, weil wir die schon haben. Okay, also kann ich die jetzt auch noch für Movement benutzen. Wir müssen alle Dämonen töten, was wir jetzt nicht können, weil wir keine Waffe haben. Wir können uns jetzt hier Influence holen. Ganz ehrlich, wir machen das jetzt auch einfach einmal. Aber ich werde da auch nicht stehen bleiben. Sondern wir bleiben da stehen, weil der kann sich halt auch nur ein Feld weit bewegen. Jetzt haben wir ja schon wieder... Warum? Moment. Jetzt sag nicht, ich hätte Step nehmen sollen. Moment, doch, jetzt geht das. Ach so. Was? Moment. Ich brauche beide, weil das kostet 5. Okay. Gut, gut. Zug beenden. Und wir nehmen jetzt hier mal Knowledge. Gehen dahin. Auch als komisch, aber nicht unbedingt schlecht, dass ich halt auf den Gegner muss. Dann muss ich die Karte spielen, dann komme ich erst in den Kampf rein. Und wir brauchen jetzt, wir können eine 2 nehmen und wir können eine 2 nehmen. Also ich brauche wirklich die Mindestwerte dafür.
liegen die Würfel drunter, kann ich das nicht wegmachen. Alles klar, das war das Tutorial. Get better cards for your deck from the Book of Knowledge. Alles klar, upa Irnau. Gut, dann ist das, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, um mal eine Pause zu machen. Also ich würde mir gerne auf jeden Fall noch mehr davon anschauen, weil da kommt bestimmt noch einiges. Also von dem System her ist das alles ein bisschen ungewohnt, was aber nicht generell schlecht ist, sondern halt nur ungewohnt. Gut, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.